Hi Leute, heute bin ich mal wieder nicht allein. Ich habe Queen. Jolina. Yes, ma'am. Wir sind wieder zusammen und zwar haben wir eine ziemlich coole Idee, beziehungsweise es war Jolinas Idee. Wir schminken jetzt ein komplettes Full-Face-Make-up nur mit Lancôme. Sie hat alles eingekauft und wir benutzen beide exakt die gleichen Produkte, aber wir werden, denke ich, verschiedene Meinungen haben. Höchstwahrscheinlich ja. Ich fand es halt super cool, weil Hattie halt für ihre Full-Face-Reihe bekannt ist und zwischendurch habe ich es ja hier und da auch schon mal gemacht, einfach mal zu sehen, wie gehen unsere Meinungen bei Produkten auseinander. Das hatten wir schon bei Rihanna, da haben wir gemerkt, so... Ja. Nee, und irgendwo hatten wir es noch. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich komme auch nicht drauf. Aber naja. Zwischendurch gibt es das halt. Auch dann ist es total in Ordnung, sich nicht einer Meinung zu sein. Voll. Weil jeder halt natürlich auch andere Ansprüche an die Produkte hat. Ist auch so. Andere Haut, andere Ansprüche, auch einen anderen Geschmack. Und umso interessanter. Und ich würde sagen, damit das Video nicht so lang wird, fangen wir an. Aber wir haben natürlich auch ein Video auf Jolinas Kanal gedreht. Das findet ihr ganz oben in der Infobox. Und auch das ist ziemlich geil. Thank you. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wir machen einen Face-Swap. Was das heißt, seht ihr auf meinem Kanal. So ist es. Okay. Perfekt. Also, ich habe gar keine Pflege drauf. Was hast du an Primer? Alles in der kleinen Tüte. Kleine Tüte, Wert von 500 Euro? Ja, 550 knapp. Hello, what's poppin'? War ein teurer Spaß, aber für Hattie nur das Beste. Warte, lass uns erstmal auspacken. Mhm. Oh, sie hat sogar eine Waterproof-Mascara. Natürlich. Ist ja nicht so, als würde ich Hatties Videos nicht auch schauen. Jolina ist die Beste. Habt ihr gehört? Merkt euch das. Der Primer war klein. Primer war klein. Das ist die La Base Pro Hydra Glow. Meine trockene Haut perfekt. Klingt schon wie ein Gedicht. Oh, und guck mal, ist auch illuminating. Yes, hello. Und 24 Stunden Feuchtigkeit. Okay, I'm down. Okay, ich auch. Was, wie klein? Mega, oder? Nur 25 Milliliter, das sind 5 Milliliter weniger als die Standardmenge. Schon krass. Das Gute daran ist jetzt tatsächlich, es ist eine Tube, das heißt, man kann alles raus. Ja, und man kann halt auch sehr präzise halt sich das Produkt dosieren und hat halt nicht irgendwie schwupps zu viel. Und es riecht so ein bisschen nach Rose, ne? Aber ich glaube, das ist bei Lancôme ja eh. Haben wir nicht überall diese Rosenessenz auch drin? Ich finde, das riecht nach Apothekenhormonsalbe. Was? Das geht schon los. Nee, ich bin voll nach Rose. Wo ist denn da die Rose? Ja, vielleicht ein bisschen. Jetzt, wo ich es komplett verteile, ein Hauch Rose hat es. Aber ich finde, die Haut strahlt schön. Die Haut strahlt schön und das ist so schön dick, dass es auch auffüllt, weißt du? Ja. Also es ist... Krass, die, es fühlt sich richtig samtig an. Ja, also du hast eine tolle Base. So, die verschwindet nicht, sondern die ist da. Foundation, was haben wir? Foundation, haben wir die... Tint Idol Ultra Wear. Mhm. Und tatsächlich habe ich eine ganz dunkle Farbe mitgenommen, weil meine, die ich habe, ist viel zu hell und ich wollte halt mischen. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine natürlich zu Hause vergessen. Aber, Hattie, du hast die ja auch. Ja, ich habe die auch und zwar die 01. Du hast 01, ich habe 03 und ich glaube, damit kann man zur Not ein bisschen mischen. Ja, Niki Tutorial schwärmt ja so, ne? Von ganz viele schwören so auf die. Ich finde sie manchmal ein bisschen trocken. Ich habe die, glaube ich, einmal, zweimal benutzt und jetzt habe ich, manchmal ist es auch so viel, was ich benutze, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, wie die jetzt ist. Deswegen lasse ich mich selber gerade mal überraschen. Wie trägst du die auf? Ich mache mir ganz viele Punkte ins Gesicht und nehme mir da meinen Schwamm. Okay, dann mache ich es auch so. Also sie ist auf jeden Fall parfümiert. Ja, mega. Und riecht aber auch anders als der Primer. Ja, deutlich parfümierter als der Primer, finde ich. Aber so macht das, finde ich, an meinem Kinn schon eine schöne... Base. Ich finde nicht, dass es ebenmäßig sitzt. Ich war heute Morgen noch beim Oberlippenwaxing und ich gehe so 10 vor 10 dahin, ja. Weil ich dachte, ja, dann bin ich die Erste und Oberlippe ist super schnell, 5 Minuten, zack, zack, raus. Dann war 10 vor 10, standen schon 7 Frauen vor dem. Was? Und ich dachte so, ich bin sofort umgedreht. Gegangen. Also ich finde, mit dem Schwamm geht es mega gut. Gefällt sie dir? Sie gefällt mir, aber sie oxidiert halt, ne? Ja, man sieht es gerade an meiner Stirn, wo ich es noch nicht ausgeblendet habe, wie dunkel es da halt einfach ist. Ja, da ist auch ein 01 zu dunkel für mich, man sieht es halt. 01 ist noch zu dunkel? Ja. Und ich habe es gerade mit 03 noch gemischt. Du hast die 03 mitgenommen? Ja. Boah, wie dunkel. Ja, aber ich habe 010 zu Hause und ich bin durch die Nummern halt auch gar nicht durchgestiegen und ich wollte halt irgendwas Dunkleres haben, aber auf jeden Fall einen gelben, beigelichen Unterton, wie ich ja neulich mal von Hattie gelernt habe. Mhm. Wobei, ich krieg's gerade auch mit meinen Farben nicht hingeschissen. Irgendwie
Die Mischung aus Hautfarbe, Fake Tan und bisschen Sonne ist so gerade Katastrophe bei mir. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie viel davon Niki sich ins Gesicht klatscht, dass es bei ihr ebenmäßig wird, weil so schlecht fand ich meine Haut heute gar nicht. Aber obwohl ich die Foundation jetzt drauf habe, es sieht null ebenmäßig aus. Es sieht ganz fleckig aus. Es hält auch hier gar nicht. Stimmt. Aber bei mir ist es ein bisschen ebenmäßiger, aber... Und der Primer ist ja irgendwie auch eigentlich dafür gedacht, so, ne? Also von derselben Marke könnte ich mir nicht vorstellen, dass sich Foundation und Primer nicht vertragen. Ja, also ich bin auch gerade... Ich habe 2 Pump genommen. Und ich bin schon durch. Ich brauche jetzt nochmal. Ich glaube, in Amerika gibt es mehr Farben. Wahrscheinlich, ja. Ich war aber auch erst im Douglas drin. Und da gab es nicht so viel. Krass. Wie heftig das oxidiert. Das ist bestimmt eine Nuance, ne? Eine ganze Nuance, würde ich locker sagen. Also es sieht ja fast so aus. Boah, wie orange das wird. Heftig. Oh nein, ich hatte so viel Hoffnung, dass es hier heute richtig gut wird. Jetzt sieht man natürlich voll, dass es überhaupt gar nicht passt. Also ich finde auch, um einen wirklich schönen, ebenmäßigen Ton zu bekommen, braucht man ein bisschen mehr Produkt. Sie ist parfümiert und sie oxidiert. Ich glaube, es ist aber auch echt viel durch den Primer, weil ich hatte sie neulich nochmal ohne benutzt und da war sie viel zu trocken. Und jetzt gerade finde ich sie halt voll schön. Ich glaube, das ist echt durch den Primer, weil normalerweise ist die sehr matt, hatte ich in Erinnerung. Okay, machen wir weiter mit Concealer. Und das hier ist ein langanhaltender, starkdeckender Concealer. Alternative dazu war Camouflage. Okay, Camouflage. Und ich hab gedacht, Camouflage ist für uns beide definitiv nichts. Mhm. Und das hier war tatsächlich die hellste Farbe. Oh Gott, ich sehe schon kaum. Kommt auch wieder in einer kleinen Tube, auch zum Rausdrücken. Ja, so schlecht sieht die Farbe nicht aus. Mhm. Ja. Boah, aber auf der oxidierten Foundation zeig mal deinen Handrücken bitte. Das ist schon krass. Auch hier eine Tube, 15 Milliliter. Und die ist schon sehr dick. Oh ja, die ist deutlich. Aber du hättest das Camouflage sehen müssen. Das war richtig dick. Also das musstest du wirklich rauspressen. Das war krass. Ja, und das ist schon dick. Ich merke es sofort. Du machst es in letzter Zeit voll auf mit dem Finger, ne? Ja, mache ich es. Also hatte ich in den Videos irgendwie den Eindruck, dass du es halt echt schon so ein bisschen nicht nur platzierst, sondern auch schon so ein bisschen verteilt. Ich werde alt, ey. Ach, so ein Quatsch. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich war das so, bin ich gerade in der Mut dafür. Wahrscheinlich. Ich habe das aber zwischendurch auch, dass ich am Filmen bin und irgendwo Schwachsinn mache und mir danach denke, das machst du sonst nie. Warum ausgerechnet so dumm im Video. So, wenn ich mich normalerweise schminke, weil ich irgendwo hin muss oder weil ich hübsch aussehen möchte, keine Ahnung, dann zupfe ich mir auch nicht 5 Minuten vorher die Augenbrauen und alles ist rot. So, warum mache ich das, bevor ich anfange zu filmen? Vielleicht ist es so eine unterbewusste Aufregung? Wahrscheinlich. Aber eigentlich, schwierig. Ich glaube, man kann da nicht so richtig den Finger drauf setzen, weil normalerweise bin ich null aufgeregt, wenn ich mich vor meine eigene Kamera setze. Hier mittlerweile auch nicht mehr, weil ich mich halt bei euch so hardcore wohlfühle. Ja, aber ich bin bei dir aber auch nicht mehr so, als wärst du eine Fremde oder so. Nee. So, Jolina, komm, das kennt man, weiß man, Freundin. Ich habe mir eben die Haare geföhnt. Und hat die ist weggegangen. Ja. Und ich war allein in eurer Wohnung. Das war ein bisschen strange. Aber halt irgendwo, es war der nächste Schritt in unserer Freundschaft. Ja, sie war allein. Ich war kurz einkaufen. Ich so, brauchst du noch was? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, okay, Jolina, schnapp dir alle Chanel-Handtaschen und renn. Bye. Naja, es ist nur eine Chanel-Tasche. Das ist nur eine. Ich finde den Concealer fürchterlich. Wenn ich lache, guck mal, wie sich das bei mir überall... Ja, stimmt. Warum? Also er ist schon sehr, sehr dick und sehr cremig, aber ich finde, er deckt auch nicht so gut ab. Nee, aber er sollte gut decken, hat sie gesagt. Ist okay. Also ich finde ihn nicht furchtbar, aber ich würde ihn mir jetzt, wenn er alle gehen würde, nicht nochmal nachkaufen. Nee, auch gar keinen Heul. Ja, und er ist so klebrig, dass wenn man mit dem Schwamm jetzt öfter drüber geht, man sich das ab... Dass es fast wegkommt, ja. Stimmt. Ja. Ist okay. Ist okay. Was haben wir noch? Flüssig-Drop-Highlighter. Jolina hat hier richtig... Okay, dann ich würde Highlighter zuerst auftragen, dann Blush. Wie machst du's? Ich würde eigentlich eher Blush. Dann machen wir eher Blush. Du kannst auch erst Highlighter und dann tauschen wir. Ja? Double. Okay, also ich trage erst den Highlighter auf und zwar ist es der Custom Highlight Drop in der Farbe Rose Glow. Und ich habe den Cushion Blush Subtil. Wahrscheinlich. Französisch in der Farbe. Ist so petit peu, you know.
Ohne Witz, ich finde es so wunderschön, wenn andere Leute das sprechen, aber ja, ich kann es halt selber gar nicht. Also Katastrophe. Krass, der ist natürlich auch dunkel, finde ich. Nee, aber der, ich glaube, wenn man den richtig schüttelt, ist der gut. Es gab eine Nummer heller, aber die war weiß. Ah, okay. Und das war nicht so schön. Und der Blush hat Schmugges. Oh! Yes! Das hat die Farbe von deinen Nägeln. Stimmt. Also es kommt auf jeden Fall mit einer Pipette und hat 15 Milliliter. Ich gebe mir das auf meinen Handrücken. Boah. Ja, sehr dezent. Julina dachte sich so, heute gehe ich für natürlich. Ja. Oh, Scheiße. Aus diesem Ding kommt auch nichts. Oh, ich hasse das, wenn solche Dropper nicht gehen, ne? Ah. Aber das hat man voll oft, wenn die zu klein sind. Gott, bist du shady, ey. Du hast so richtig Freude an meinem Leid. Das sieht gerade aus wie jemand aus der Barockzeit. Ja, oh, Scheiße. Hello, ich bin erwachsen. Aber ich bin schön. Ja, wow, sie abgezogen. Sie meinte... die Verkäuferin meinte zu mir, man kann den sowohl unter die Foundation als auch reinmischen, als auch drüber. Also der ist auch echt dafür gedacht, dass er sich mit der Foundation gut verschmilzt. Der gefällt mir. Ja, Schuline, dann musst du dir jetzt einen neuen kaufen. ASMR. Hallo. 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 Wie geht's euch? Furchtbar. Oh nein. Ja, gleich Amok laufen, ey. Ja, ich muss das mit dem Blush nochmal eben probieren zu korrigieren. Meinst du? Meine ich. Ich habe so ein leichtes Bauchgefühl, dass sich die Leute über mich lustig machen. Okay, also der Blush scheint sehr doll zu sein. Ja, aber sie meint, sie hat mir das auch auf der Hand geswatcht. Ja, ganz natürlich, einfach rein. Mehr gesehen, Verräterin. Wenn die sagen, mach, musst du genau das Gegenteil machen. Ja. Jetzt bin ich shady. Boah, also dieser Highlighter. Baby, was sagst du? Ich habe kein Mikro. Ach, er hat kein Mikro. Habe ich mir die Foundation abgetragen? Oder ist der einfach nee, ich glaube nicht. Vielleicht. Okay. Der ist ein bisschen dunkel, ja? Stimmt, aber wenn du in den Spiegel guckst, sieht es echt ein bisschen so aus. Ne? Aber von in echt gar nicht. Okay, also die Farbe Rose Glow ist ein bisschen dunkel für mich. Also man sieht es nicht so krass, aber hätte also eine Nuance oder eine halbe heller sein können. Es gab 4 Töne und das war halt der zweite. Krass. Aber der andere war halt wirklich weiß und das fand ich immer nicht so schön. Ein bisschen Farbe im Highlighter finde ich immer nicht verkehrt. Ja. Dann, aber guck mal, mit dem Schwamm finde ich geht's gut, aber dann ist es halt wirklich super natürlich. Ja, das mag ich, ja. Dann viel Spaß. Thank you! Ich suche gerade nur einen Security-Pinsel für so einen Blush. Kannst du mir diesen Too Fibro geben? Ja. Julina weiß sofort. Na, Siggi. Siggi. Das ist gerade wieder Trend, das war früher... Oh, bitte, jetzt einfach rein. So sehe ich auch aus, Alter. Ist nur die Hälfte weg. Aber komm, Team Hattie Never Stops möchte auch mal sehen, wie Hattie verkackt. Ich verkacke regelmäßig. Nee, aber der Dropper hier geht... Ja, ciao einfach. Was hat der gekostet? 45 Euro oder so? Bitch, no. No. Das ist mehr Blush, als ich in 365 Tagen aber ich trage. Liebe die Farbe an dir. Ich fühle mich dann immer wie so ein kleines Kind. Findest du? Ja. Oh, aber ich sehe, was du meinst. Ich habe es gerade noch nicht ausgeblendet, wenn ich den Kopf nach gerade vorne mache. Es ist hier wie so ein grauer Schleier. Mhm. Krass, dass er auch für mich echt noch zu dunkel ist. Vielleicht wäre es schöner gewesen, hätte man es reingemischt in die Foundation. Du siehst ein bisschen aus wie ein Clown jetzt doch. Mhm. Ach so, findest du, ja. Ich dachte so, es ist voll ich bin mir natural, everyday. Vielleicht draußen im Tageslicht. Draußen Tageslicht, ey. Gib dir gleich Tageslicht. Hast dir Tageslicht. Ja, mit 5 Lampen um uns rum und ich bin am Meckern übers Licht. Oh, Julina, so, schon wieder voll undankbar. Ja. Wie rette ich das? Sag mir. Also ich habe mir Foundation auf dem Fernseher gemacht und bin drüber. Stimmt mir jetzt ab. Seid ihr dafür, dass Hattie es so lässt? Ich schwöre, ich mache lieber meinen Kanal zu, als zum Blush zu tragen. Ja, ich war auf einem Event, da wurde ich halt geschminkt. Oh, okay. Und die hat mir Blush aufgetragen, aber frag mich nach Sonnenschein, hör mal. Die hat den so einen Pinsel genommen. Oh. So einen Pinsel genommen. Und weißt du, wie sie in den Blush reingegangen ist? So. Und ich dachte schon so. Und ich bin mit Blush so. Mhm. So. Und sie ist so über mein Gesicht mit dem Blush so. Ich habe ihn hier so gespürt.
Schön, so am Kiefer. Und ich dachte so, wow. Ich habe mich halt geschämt, ihr zu sagen. Ich habe das auch. Das ist voll viel, weil ich weiß, dass viele Make-up-Artists, wenn dann so Blogger kommen, dass die oft immer denken, dass wir denken, wir wären was Besseres. Ja. Und ich bin der letzte Mensch, der jemandem das Gefühl geben würde. Und ich so, erstmal habe ich zu Debbie gesagt, ich so, Debbie, das ist so viel. Ich traue mich das nicht, ihr zu sagen. Sie so, soll ich sagen? Ich so, nee, ist auch doof. Ja, das Problem ist, wenn man das denn sagt, dann ist man direkt wieder, ach ja, hast gesehen, die YouTuber wieder. Denken, sie sind was Besseres. Ja. Denken, sie haben Ahnung. Ich mache das seit 25 Jahren. Ja. Ja, schön, du machst es vielleicht seit 25 Jahren, aber... Ich mag mein Make-up halt anders. Das kann sie natürlich in dem Moment nicht wissen. Ich denke, viele sehen mich und denken, oh, die ist voll weiß, die braucht ein bisschen Farbe. Mein Schwamm löst sich auf. Ja, was ist denn das für ein Schwamm? Der ist von NYX. Der hat schon viele Tage gesehen, oder? Hallo. Hallo ein NYX-Team. Ich bräuchte mal einen neuen. Wow, Jalina ist schon wieder voll am Geiern. Soll sie doch so zu DM gehen und sich selber einen holen? Ja, die YouTuber YouTube Money, ja, kauft für 400 Euro einen. Dann sagen die, die kauft sich nicht mal einen Schwamm für 4 Euro. Ja, nee. Das war auch nicht mehr über. Dafür hat es nicht mehr gereicht. Okay, also der Blush ist definitiv doll, kann man sagen. Ist nicht so mein Geschmack. Ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Zumal ich Cream Products. Ich stehe klassisch auf Puder, auch wenn ich trockene Haut habe. Ich kann das besser dosieren, besser. Ich habe ein besseres Feeling dafür einfach. Ich finde es aber optisch oft mit Cremes schöner. Ja, ist halt frischer auch. Ja. Ja, sieht, in der Kamera sehe ich bestimmt flawless aus, ne? Ja, mein Mann macht so. Aber du siehst ich auch frag nicht, ich will aus. Die Antwort gar nicht hören. Du siehst auch healthy aus. Ja, Hattie ist flawless, Jalina ist healthy. Oh, sag, nein, das stimmt nicht. Du kriegst wieder Ärger von meinen Zuschauern, dass du dich wieder schlecht machst. Habe ich das mal? Ja. Ja, aber das ist meine Art. Nee, mach das nicht. Okay, dann bin ich jetzt auch hotteste Shit. So nicht, du hast den hottesten Tee, ich habe den hottesten Kaffee. Jetzt machen wir mit Puder weiter. Yes. Möchtest du erst mit dem Setten oder Bronzer oder Highlighter Puder drüber? Ich sette erstmal komplett alles runter. Okay, dann haben wir das hier. Das ist das Absolue Powder. Das war ein Kampf, das zu bekommen. Ja, ich habe es mir in der falschen Farbe bestellt, wie ihr wisst. Und Jolina hat es mir dann netterweise neu in der richtigen Farbe bestellt. Und ich benutze es aber fast jeden Tag. Ja? Ja, ich liebe es. Das habe ich mit meinem La Mer. Das habe ich noch nie probiert. Noch nie. So sieht das Puder im Pfändchen aus. Also so ein bisschen mehr Farbe als ein Laura Mercier. Ja, minimal. Sagen, ne? Minimal. Ein Zacken dunkler, aber... Aber auf der Haut wirkt es fast hell. Oh ja, Tatsache. Also jetzt merke ich bei dem Concealer, wo ich sette, das ist so ein Concealer. Wenn Puder raufkommt, dann siehst du alles. Das ist dann so richtig, guck mal, wie alt das auf einmal wirkt. Oh nee. Ja, das ist halt so ein Concealer. Ja, und dabei ist Lancôme ja eigentlich eine Marke für die ältere Zielgruppe. Warum macht man es denen denn nur noch schwerer? Ja, vielleicht ist das genau das, was Ältere brauchen. Wobei ich eher denke, umso älter, umso weniger... Ja. Product irgendwie. Ja, das ist deutlich highlightender als das La Mer Puder. Deutlich. Man sieht, wie... Ich habe schon so ein Permut. Schau meine Haut, ich sehe gleich aus wie eine Muschel. Also was ich bei dem Puder ganz wichtig finde, ist, dass man es nicht nur drückt, weil sonst hast du diese Glitzerpartikel, sondern dass du es ein bisschen... Danke, dass du es mir vorhin gesagt hast. Swipes. Weil ich finde, dann löst sich das besser auf. Ich löse mich auch gleich auf. Boah, das ist deutlich. Schabatschalom, Alter. Ich sehe aus wie eine Disco-Kugel, hör mal. Ja, aber wie schön und frisch du strahlst. Das ist so richtig skin like glass. Findest du? Ja. Ich finde es fast zu viel. Echt? Ja. Yeah. Ich bin voll into it. Also das Puder finde ich persönlich schon zu shimmery. Ich finde es wunderschön. Ja, da haben wir es. Also ich liebe dieses Puder und ich würde es mir jederzeit nachbestellen. Auch wenn ich nicht die perfekteste Textur an der Haut habe, ich fühle mich so einfach voll wohl. Ich finde dieses Strahlen halt einfach mega gesund und fresh. Und das habe ich sonst nicht. Ich mag das gerne. Ich bleib bei La Mer. Vielleicht sollte ich La Mer auch mal austesten für etwas mehr natural, weil das hier ist halt schon... Das ist wie ein schlichter Highlighter, finde ich. Ja, ja. Jetzt würde ich mit Bronzer weitermachen, du? Mhm, können wir machen. Aber es ist im Übrigen auch lustig. Wahrscheinlich, weil du heller bist, bei dir kommt es in der Kamera nämlich auch viel shinier rüber. Okay. Wenn es bei dir noch so, wo ich sage, ich bin es gut. Ich sieht man nicht so. Aber ich habe richtig so einen Pearl-Effekt. Aber ich habe auch relativ viel benutzt. Auch an der Stirn.
Das sieht bei dir ganz anders aus. Bei mir sieht man es deutlich. Ja. Machen wir weiter mit dem Bronzer. Da hat Julina gekauft den Belle de Teint Poudre Belle. Wow. Natural Healthy Glow, you know. French Skins on Fleek. In der Farbe 06. Alle vier Bronzer, die Lancôme hat, haben Schimmer. Ja, der ist gut shimmery. Ich tippe schon mal rein. Ich habe es ja auch oft, dass ich direkt so einen Bronzer-Helm auf habe, weil ich zu viel benutze. Also er ist für mich zu warm. Zu krass, ne? Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber ich sehe gleich Farbe. Ach krass, bei dir sieht man den auch viel mehr als bei mir. Mhm. Also es war der zweithellste. Um die 45 Euro für einen Bronzer würde ich jetzt auch nicht im Normalfall hierfür ausgeben. So. Augenbrauen? Was mit dem Puderhighlighter? Ach ja. Oh. Wollte mich hier einfach abspeisen, Alter. Mit Augenbrauen. Puderhighlighter habe ich tatsächlich zwei gekauft. Ehrlich? Das ist der Dual Finish Highlighter. Ich wollte den eigentlich gar nicht kaufen, weil ich den flüssigen haben wollte. Mhm. Aber dann hat Desi Perkins den in ihrer Instagram-Story gezeigt. Aha. Und eigentlich bin ich so voll over it. Sie interessiert mich gar nicht mehr. Und ich wusste gar nicht, von wem das war. Sie hatte einfach nur das Produkt in der Hand. Und ihr werdet gleich alle umkippen, teilt die Slubbies, wie Hattie jetzt sagen würde. Das ist, siehst du das? Krass. Mega schön, oder? Du hast die 01 und hier die 02. Genau. Ich habe gedacht, Hattie möchte lieber die 01 wahrscheinlich. Hammer. Crazy. Oh, die sind ja Butter. Ich habe den Finger noch nicht drin, keine Ahnung. Butterweich. Krass. Oh mein Gott, die fühlen sich ja fast noch weicher an als die Becker. Ja. Krass. Ja, ich nehme auf jeden Fall die 01. Ich glaube, ich nehme auch die 01 und dippe so ein bisschen in die 2 rein. Es kommt auch gut Produkt auf den Pinsel. Ja, also ich klopfe definitiv was ab. Hallo. Also eher pudrig, würde ich sagen. Gut intensiv, aber es ist so eine Textur, die hebt ein bisschen Unebenheiten hervor. Bei mir. Ich finde, es sieht fast nass auf der Haut aus. Ich finde es schon schön. Die Glitzerpigmente, die man im Fähnchen sieht, finde ich, kommen hier gar nicht mehr so krass raus. Gucken, wie der dunklere ist. Der Zweier ist echt sehr gold. Also hell ist besser bei dir. Ja. Weil das sieht von hier grün aus, wenn ich von der Seite... Ja, grün. Aha. Ja. Und ich sehe aus wie Glowy Goddess Permut Muschel 3.4. Ich bin ein Mensch. Krass. Guck mal, wie das alles... Mega. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Ich sehe erwachsen aus. Du siehst aus wie so im Urlaub in Südfrankreich. Aber ich sehe sehr frisch aus, finde ich. Frisch erwachsen. Mir gefällt es auch richtig gut. Mhm. Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, also ich den auch. Zweier hätte ich nicht unbedingt kaufen müssen, aber der Einser ist schön. Die Highlighter sind so neu und aktuell, dass die es in Deutschland noch nicht gibt. Jetzt Augenbrauen, oder? Augenbrauen. Für Augenbrauen hatte ich keine Lust, zwei verschiedene zu kaufen. Deswegen habe ich einfach schwarz für uns beide. Nein, von 6 Farben habe ich die Nummer 4 gekauft. Das war ein kühles, aschiges Braun. Und ich glaube, das müsste für uns beide funktionieren. Und es ist ein Gel. Das ist das Sourcil. Sourcil Gel. Gel. In der Farbe Chatter. 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 Ich bin ja hier kein Französisch-Experte. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, du bist bei mir auch definitiv an der falschen Anlaufstelle. Also Pomade wirkt schon sehr fest, finde ich. Ja, also es ist nicht ganz so einfach, das Produkt auf den Pinsel zu bekommen. Ich persönlich finde das nicht so schlecht, weil ich dann halt eine Kontrolle habe. Wie findest du es? Magst du es lieber creamiger? Nee, mir gefällt es auch gut. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es von der Verarbeitung finde. Irgendwie habe ich das Gefühl, es lässt sich nicht so gut ausblenden. Ein bisschen fleckig, ne? Wo es halt einmal auf der Haut ist, da will es irgendwie auch bleiben. So waxy habe ich das Gefühl. Ja, das trifft es super. Mhm. Also ich finde, die fertige Braue sieht schon gut aus. Es ist ein bisschen doller, als ich es normalerweise mag, aber ich finde es nicht schlecht. Ich glaube, ich bin halt einfach nicht mehr so into Pomaden. Ja. Weil ich finde, der Look wird sofort sehr streng, also sehr dolle Augenbrauen. Dadurch, dass ich sie jetzt halt einfach buschiger und nicht so definiert mag, ist mir das einfach zu doll. Aber sonst finde ich das Produkt ganz gut. Ich habe 2 Sachen für die Augen gekauft. Ein Lidschattenstick, das ist der Ombre Hypno Stylo in der Farbe Violet Eternel. Der ist halt super dunkel lila und dann noch so ein paar eher Natural Champagne Lidschatten. Mhm. Oh, super cremig. Wow.
ein schönes, deepes Lila. Und das hier sind die Lidschatten. Es gab super viele verschiedene, aber ich habe halt gedacht, ich wollte halt gerne was in Lila machen, weil Blau hatten wir in letzter Zeit beide auf unseren Kanälen. Cool, weißt du schon, was du schminkst? Ich glaube, ich würde es oben ganz soft und unten super dunkel. Okay. Yay! Ich nehme jetzt die hellste Farbe aus der Palette. Gebe ich mir als Highlight. Oh ja. Krass. Oha. Wow. Ich nehme eine dunklere, ein Grau und platziere das direkt aufs komplette Lid. Ich nehme so einen schönen fluffigen Blendepinsel und gehe in den Bronzer rein. Ich würde es erstmal komplett auf mein Lid. Lassen sich, finde ich, auch schön ausblenden. Sind sehr weich. Gehe in der Palette in die dunkelste Farbe. Ja, schon ist sehr, sehr dunkel. Und, also, und ich habe es geswatcht im Laden. Richtig pigmentiert, also vorsichtig aufbauen. Okay. Ja, das ist so einer, der aktiviert sich gefühlt auf dem Lid. Also schön wenig. Magst du so eine Paletten? Nee, also, gar nicht. Ich musste mich auch richtig durchringen, weil die war super teuer. Ich glaube 55 Euro. Ja, so wie alle. Und ich musste mich richtig durchringen, das zu kaufen, weil ich wusste, ich werde es nach diesem Video echt nie wieder benutzen. Selbst wenn es gut ist, ich finde es einfach nicht praktisch. Und ich habe dir jetzt im Endeffekt das gekauft, wo ich weiß, es wird meiner Oma am besten gefallen und dann hoffentlich freut sie sich darüber. Oh, also ich werde die, die ich gekauft habe, schon immer mal irgendwie benutzen. Also Schwarz ist schon schwer auszublenden. Man kann es zwar platzieren, dann ist es intensiv, aber das Ausblenden ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich muss sagen, die Farben übereinander aufzubauen, funktioniert nicht so gut, finde ich. Okay, ich nehme jetzt diesen Creme-Lidschatten. Den gebe ich mir jetzt so komplett auf mein Lid. Yes. Dann nehme ich so einen Synthetikpinsel und blende das gleich aus. Okay, ich gehe mit dem Stift einmal ganz fix unter mein Auge und das großflächig. Erstmal eine Seite nach der anderen. Ich finde, beim Verblenden wird der Stick ein bisschen fleckig. Wollte ich auch gerade sagen. Also ist jetzt meine dritte Schicht. Und man muss sich beeilen, weil der trocknet. Auf jeden Fall gehe ich nochmal mit einem fluffigen Pinsel in diesen Ton hier. Und den packe ich jetzt auf das Lila rauf. Ich benutze den Grandios Liner in Schwarz und der hat eine total specialige Verpackung. Vielleicht haben den manche von euch schon irgendwo in der Werbung gesehen. Ach, das Ding. Man kann das halt so abknicken und dann soll das angeblich besser an der Hand liegen und man kann sehen, wo man den Strich zieht. Ist wie so ein kleines Tintenfass und sehr flexible Spitze. Den Liner mag ich gar nicht. Nee? Mir ist die Spitze zu flipselig. Also die hat gar keine Stabilität. Und irgendwie kann ich damit nicht so gut arbeiten. Und wenn man es hier vorne so ein bisschen reinbekommt, habe ich das Gefühl, irgendwie brennt das auch. Okay, der Liner, absolut keine Kaufempfehlung. Wird so schnell matt, dass wenn du ein zweites Mal drüber gehst, du es dir sofort wieder abnimmst. Stimmt, man sieht das Krümeln schon. Und es so flipselig ist, dass du gar keine gerade Linie ziehen kannst. Es sei denn, du machst wirklich husch. Und das ist natürlich, also für mich ein zu großes Risiko. Ich kann beim Liner nicht mit dem ersten Zug husch machen. Also für mich ist absolutes No-Go der Concealer. Wenn ich lache, das sieht so old aus. Ich mache schon mal mit den Wimpern weiter. Da nehme ich die Hypnose Doll Eyes in Waterproof. Natürlich das bisschen, was der Hammer. Ehesten für uns beide hinkommen. Also die Mascara ist auf jeden Fall parfümiert, aber die Bürste ist großartig, finde ich. Und sie hält auf jeden Fall meinen Schwung und die macht halt schöne, lange, getrennte Wimpern. Oh ja, das sieht richtig toll aus bei dir. Ich finde auch eine tolle Mascara. Ich wollte den Eyeliner nicht benutzen, aber es geht ja darum, den Eyeliner zu beurteilen. Ja, der trocknet schnell. Mega, oder? Aber der ist schön matt. Ich finde ihn gut. Im Ernst? Ja. Okay, kannst behalten. Ja, sonst kaufe ich ihn nicht. Nee, auf jeden Fall, behalt bitte. Boah, ich finde ihn richtig nice. Ich lebe für diese Mascara. Wir machen weiter mit den Lippen. Die Augen sind jetzt ja an sich fertig. Und für die Lippen habe ich den Le Absolu Rouge Lippenstift gekauft. Und zwar in einer Farbe, wo ich dachte, das könnte zu diesen Smoky Eyes und so ein bisschen... Ich hatte mir den Blush halt anders vorgestellt. Ich habe so ein bisschen probiert an dem Blush. Da kriege ich schon meine Krise nur. Okay, ich bin dumm, mein Fehler. Man muss oben drücken und dann kommt's raus. Ah, was eine Technik. Hallo. Da habe ich gedacht, das könnte ganz geil sein. Da dachtest du, Oder alternativ, oder vielleicht auch in Kombination, ein durchsichtiges Gloss, das ist das Rosy Plump. Und der erinnert mich halt sehr an unseren Liebling, den Dior Lip Maximizer. Weil der hier halt auch so ein bisschen theoretisch machen soll. Schön.
ist einer von 6 Mattentönen der Lippenstift. Wobei der voll creamy ja, ist. Also er soll aber so ein bisschen anziehen. Mhm. Keine Ahnung. Also der Lippenstift ist auf jeden Fall richtig krass pigmentiert, muss ich sagen. Heftig. Aber ich finde die Farbe voll schön bei dir. Echt? Gar nicht meine Farbe. Nicht deins. Wow. Trägst du noch klassisch Lippenstift? Weil es mir einfach nicht sicher genug ist. Ich finde, man kann sich da nicht so drauf verlassen. Als ich es bei meinem Dior-Video hatte, hatte ich einen roten Lippenstift und den ganzen Tag Lippenstift überall und auf der Zähne. Und ja. Ich habe in dem Moment nur so gedacht, wie konnten wir das früher so selbstverständlich tragen? Mhm, finde ich auch. Aber ich finde, es fühlt sich unglaublich pflegend auf der Lippe an. Mhm. So super soft, matt. Und macht die Zähne richtig weiß. Also Lippenstift gefällt mir sehr gut, aber macht so ein bisschen kratzigen Geschmack im Hals. Hast du es auch? Ja, auf das Gloss bin ich gespannt. Du trägst das von Dior auch über alles einfach so. Ist halt ein Lipgloss. Ich finde es auch nicht so frisch. Also nee. Das von Dior ist definitiv frischer, wobei ich auch bei dem Dior-Gloss sagen muss, bei mir brennt es halt gar nicht. Also definitiv super interessante Produkte dabei. Auf jeden Fall. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist der Eyeliner. Aber da muss man halt sagen, es gehen auch definitiv günstigere Eyeliner. Ich fand den Highlighter sehr schön. Ja. Die Foundation finde ich jetzt nicht schlecht. Das Puder ist mir zu doll, muss ich sagen, wenn man ganz nah dran ist. Ich habe wirklich einen Permut. Also ich, als hätte ich komplett einen Highlighter genommen über mein Gesicht. Mhm. Die Lidschatten sind, wie alle High-End-Lidschatten, die ich jetzt hatte, High-End gut. Ne? Also dieses... Es ist halt nicht für Instagram-Make-up gedacht. Ja, High-Fashion... Mhm. Lidschatten konstant gut, würde ich sagen. So, ne? Also, ja. Aber ist halt die Frage, reicht mir sowas? Und ich bin bereit, das Geld auszugeben, dann voll cool. Ich greife lieber zu meinen Anastasia-Paletten oder andere. Ich muss sagen, mir hat der Primer sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, meine Haut sah danach unglaublich fresh aus und die Foundation ließ sich viel, viel besser auftragen als normalerweise. Der Primer ist echt gut. Flüssig-Highlighter fand ich auch schön. Muss man, glaube ich, nur noch ein bisschen geschickt damit umgehen. Aber das Produkt an sich, ich mag die Flüssig-Highlighter von der Art halt aber auch richtig, richtig ja? gerne. Ich fand die nicht schlecht, aber für mich definitiv zu dunkel. Und auch hier muss ich sagen, ich benutze sowas dann doch so selten, dass ich dann eher, ja, wenn dann Flüssig, ja, keine Ahnung. Also ich mag die von Becker zum Beispiel sehr gerne. Die sind halt geliger, so cremiger. Ja, und die Mascara, absoluter ja, Hammer. Die Mascara, das war die, nur dass ihr es nochmal direkt habt, Doll Eyes Waterproof. Mhm. Und Doll Eyes, finde ich, passt halt wirklich. Es hat so schöne Wimpern. Ja, ich liebe das. Ich finde die Mascara auch echt klasse. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Ich denke, Julina wird auch ein paar Sachen beantworten, auf wenn ihr Fragen Fall. Haben solltet. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, schaut auf jeden Fall auf Julinas Kanal vorbei. Wir haben da gedreht und ihr findet alles ganz oben in der Infobox. Yay, wir freuen uns auf jeden Fall, euch auch dort wiederzusehen. Vielen, vielen Dank, Hatti, dass wir das heute wieder so cool zusammen gerockt haben. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß mit dir gemacht. Ja, fand ich auch. Also vielen Dank, dass du wieder gekommen bist. Und ja, ansonsten bedanken wir uns bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.